Muss ich die Frage wiederholen? Ich bin der Jakob. Ich habe an der VDTU Heilbronn jetzt studiert und arbeite jetzt, bin jetzt in meinem Praktikum bei Make. Da bin ich jetzt seit 3 Monaten ungefähr und das macht mir sehr viel Spaß. Hallo, ich bin Thilo, ich arbeite bei Make und ich bin Unit Lead und für 5 Teams zuständig. Wir sind ein modernes Softwareunternehmen und uns gefällt ganz arg der Ansatz, den die VDTU Heilbronn hat, dass sie quasi nicht den Frontalunterricht, wie man es bisher kannte, hatte, sondern dass sie auf diesen Peer-Learning-Ansatz gehen und dass die Leute lernen zu lernen. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und es durch die räumliche Nähe war es eigentlich absolut naheliegend, dass wir da direkt in Kooperation gehen und auch die Leute bei uns mit integrieren. Mein Übergang von dem Studium zur in die Arbeitswelt war eigentlich ziemlich angenehm, weil VDTU war ja jetzt alles in Eigenregie im Endeffekt. Ich bin jetzt seit 3 Monaten da. In den ersten 3 Monaten habe ich mit verschiedenen Technologien einfach rumgespielt, beziehungsweise verschiedene Tools gebaut in verschiedenen Programmiersprachen und so. Und jetzt seit circa 1 Monat bin ich in einem Team aufgenommen. Wir machen Full-Stack-Web-Development. Da lerne ich jetzt quasi Backend-Programmierung, Frontend-Programmierung, Umgang mit Datenbanken, all diese Sachen. Hatte ich vorher noch keine Bezugspunkte dazu. Und ja, da werde ich jetzt eingepflegt. Das macht mir viel Spaß. Eine Frage im Telefoninterview war zum Beispiel gleich, ich möchte mit Jakob ein paar neue Programmiersprachen ausprobieren. Und er hat keine Sekunde lang gezögert und hat gesagt, ja, das mache ich. Und diese Bereitschaft, einfach neue Dinge zu erobern, das habe ich so vorher noch nicht so gesehen. Und viele kommen mit einer gesetzten Sprache und wollen auch genau die machen. Und hier ist einfach eine Offenheit für Technologien und Sachen auch Neues zu lernen. Also was der Thilo immer zu mir sagt, ist, wir haben gelernt zu lernen. Das gefällt ihm sehr gut. Da kann ich ihm auch ein bisschen zustimmen. Also man kann mir wirklich eine Aufgabe hinwerfen und ich bin irgendwie in der Lage, das selbstständig mitzuarbeiten. Und das hätte ich mir tatsächlich vor dem VDTU-Studium nicht so ganz zugetraut. Dementsprechend ja, ist absolut ein Punkt, der für die VDTU Heilbronn spricht in diesem Sinne. Wir würden VDTU Heilbronn-Studenten jederzeit wieder nehmen. Also wir haben aktuell schon 3 und wenn wir wieder weiter Plätze haben, werden wir die gerne berücksichtigen, weil die bringen das richtige Mindset mit und die Rollen, das ergibt sich oft im Tun, was dann für Möglichkeiten sind, aber von Softwareentwicklung zu Projektleitung, es ist alles offen. Ich war nie so der Fan von traditionellen Strukturen. Das ging mir in der Schule schon so, in der Uni ging es mir genauso. Und dementsprechend auch für meinen Arbeitgeber. Ich erwarte irgendwie, dass man mir vertraut in dem, was ich tue. Dass ich flexiblen Umgang habe mit Arbeitszeiten oder vielleicht auch, so wie es jetzt bei uns ist, dass man quasi 100% remote arbeiten dürfte, was ich nicht tue, weil ich mag die Struktur gerade. Aber ich könnte und das gibt mir Sicherheit und damit fühle ich mich wohl. Einfach so ein Vertrauensverhältnis zu haben. Wie das Berufsleben eines Softwareentwicklers in 5 Jahren aussieht, kann, glaube ich, gerade keiner sagen. Wir versuchen das sehr frontal anzugehen und die Tools auch heute schon zu betrachten und anzuwenden und Chancen und Risiken abzuwägen. Ja, zu VDTU Heilbronn kann ich sagen, es war mit die beste Entscheidung, die ich so getroffen habe bis jetzt. Jeder hilft, man hilft sich gegenseitig und damit ist es wirklich für alle, die sich im traditionellen Bildungssystem nicht so aufgehoben fühlen, wirklich eine sehr gute Option. Ha ha ha.